herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe von Ars Edition ein ganz, ganz süßes Buchpaket zugeschickt bekommen und das möchte ich euch jetzt gerne einmal zeigen. Als erstes war diese Karte dabei. Das Kinderbuch haben wir tatsächlich, aus dem dieses Bild ist. Das liebe ich auch sehr. Liebe Julia, wir wünschen dir eine entspannte Auszeit mit unserem Unboxing zum Thema Nichtstun. Und das ist ja was, was ich immer hier sehr vertrete, dass wir als Mamas uns Auszeiten nehmen sollten, entspannen sollten, einfach mal nichts tun sollten. Und in diesem Paket waren jetzt diese beiden Bücher, die ich euch gleich beide näher vorstellen werde, und Chill Choc. Gönn dir deine Powerpause. Das ist Kakao mit Hanfblättern, also Hanf und Kakao. Finde ich super spannend. Stressen kann jeder, chillen nicht. Wir unterstützen dich dabei. Chill Choc ist deine Powerpause für deinen Poweralltag. Unsere Kakaopulver-Innovation mit Hanf ist natürlich, vegan, biozertifiziert und frei von künstlichen Zusatzstoffen. Der Hanf in unserer Trinkschokolade wird in Deutschland angebaut und ist gesetzlich zugelassen. Finde ich voll geil. Also das muss ich unbedingt ausprobieren. Finde ich mega. Und dann starten wir mal mit dem großen Büchlein. Manchmal liegt der Zauber so nah, über die Kunst des Nichtstuns. Also es ist schon mal super schön gestaltet. Mit dem niederländischen Nixen das Leben wieder mehr genießen lernen. Dieses Buch verrät dir, warum du dir öfter bewusst Auszeiten gönnen solltest. Nicht nur für uns Mamas wichtig, aber ich finde für uns vor allen Dingen aktuell ganz besonders. Denn Ruhepausen sind nicht nur wichtig, um Körper und Seele in Balance zu halten. Sie sorgen auch dafür, deine Kreativität zu entfalten und den Blick auf wirklich lohnende Ziele zu lenken. Zahlreiche Self-Care-Tipps, Entspannungsübungen und Wissenswertes rund ums Thema Nichtstun helfen dir dabei, Tag für Tag mehr Zufriedenheit und Glück zu erfahren und auch im Alltag den Zauber des Lebens wiederzuentdecken. Das finde ich so, so schön und entspricht ja genau dem, was ich auch so vermittle. Lasst uns mal ein bisschen durch die Kapitel schauen. Kapitel 1, aller Anfang ist leicht. Einfach mal abschalten, warum ist das so schwer? Dann Kapitel Nummer 2, hör auf deinen Körper, nichts tun ist gesund, ja. Gerade Burnout-Patienten wissen das. Kapitel 3, nichts tun auf den Punkt gebracht, also halt auch wirklich sehr viel Wissenswertes darum, was ich finde, was auch immer so ein bisschen motiviert, wenn man endlich versteht, warum das so wichtig ist, nichts zu tun und sich Pausen zu nehmen. Kapitel 4 ist, nichts tun hilft dir, bessere Entscheidungen zu treffen. Kapitel 5, chronische Aufschieberitis, das Gegenteil von nichts tun. Kapitel 6, mit nichts tun das Gedankenrad im Gehirn stoppen, auch super wichtig. Kapitel 7, Nein sagen lernen, ohne Angst und schlechtes Gewissen. Das ist auch so ein Punkt für uns Mamas, dass wir das ganz schlecht können. Nein sagen, Aufgaben abgeben. Kapitel 8, lass dich nicht unterkriegen, warum nichts tun zukünftig Priorität haben sollte. Und Kapitel 9, nichts tun in den Alltag integrieren. Und hier sind auch immer so schöne Sprüche drin. Gar nichts tun, das ist die allerschwierigste Beschäftigung und zugleich diejenige, die am meisten Geist voraussetzt, von Oscar Wilde. Stimmt sehr. Und das ist halt wieder so was Schönes. Also allein das Buch zu lesen, das ist übrigens, wir blättern mal ein bisschen durch, während ich erzähle. Allein dieses Buch zu lesen, damit habt ihr ja die Auszeit schon, diese Zeit für euch. Und wenn ihr dann auch noch so ein Buch lest, was A, so wunderschön gestaltet ist, dass das unglaublich viel Spaß macht, und B, aber halt auch ganz viele Informationen liefert, Übungen liefert, noch weiterreichende Tipps liefert, habt ihr ja irgendwie zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Also es ist einfach so wunderschön. Und dann war da noch so ein kleines dabei, Nixen, die Kunst des Nichtstuns. Nach Hygge und Logom lehrt uns nun das niederländische Nixen, die kleinen Pausen zu genießen. So findest du wieder genug Zeit für dich und deine Bedürfnisse, deine Wünsche und Träume. Denn die besten Tage sind die, an denen du nichts geschafft hast, außer dir Zeit zu nehmen. Was für ein Luxus.
Und hier hat man dann auf, ich gucke mal, ob es gerade eine Seitenzahl gibt. Nein, auf wenigen Seiten halt solche, es ist so ein Sprüchebüchlein. Manche Begegnungen schenkt uns der Himmel, damit wir nicht vergessen, wie schön das Leben ist. Wir lagen auf der Wiese und baumelten mit der Seele. Ist auch sehr schön. Der Traum belehrt uns auf eine merkwürdige Weise von der Leichtigkeit unserer Seele. Super schön. Genau, und dazu gab es dann halt den geilen Kakao. Also ich denke, heute ist Samstag. Ich drehe das Video, ihr werdet es auch heute sehen. Und ich denke, ich werde mir heute mittags dann eine Chill-Chock machen und ein bisschen in den Büchlein blättern und lesen. Das gefällt mir doch sehr. Ich verlinke euch alles in der Infobox. Ich würde auch mal die Chill-Chock in der Infobox verlinken und natürlich beide Bücher. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle an Ars Edition. Ich liebe es ja immer. Ich wäre niemals auf diese Bücher gekommen. Aktuell ist mit Buchhandlung auch eher schlecht. Und deswegen freue ich mich sehr, dass diese Bücher den Weg zu mir gefunden haben und ich darin dann nachher gleich ein bisschen lesen kann. Ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen. Ihr habt wieder eine kleine Anregung bekommen. Schaut euch die Bücher gerne mal an. Ach so, vielleicht interessiert es den einen noch. Das kleine Sprüchebüchlein kostet 5 Euro und das große kostet 12,99 € und hat 126 Seiten. Es gibt sogar einen Nichtstun-Wochenplan. Ich lieb's. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis bald. Tschüss!